Als nächstes möchte ich den bekannten Gesundheitsmechaniker, auch ein Salzburger, auf die Bühne bitten. Hallo? Hallo Salzburg. Wo ist die Dagmar mit dem Video für die Kuchler? Ich bin gebeten worden, für unsere eingesperrten Freundin Kuche einmal einen ordentlichen Applaus zu schicken. Für unsere Freundin aus Kuche. Danke, dass alle gekommen sind. Es sind wirklich viele Leute da und ich freue mich wirklich, dass viele Leute gekommen sind. Ich möchte mich bedanken bei der Polizei. Danke, dass ihr da seid. Und ich sage euch, genug von euch haben wir schon geschrieben. Und ich weiß, dass euch das auch nicht so schmeckt. Und ich weiß, dass ihr das nicht machen müsst. Und ihr macht es aber, weil es euch angeschafft wird. Danke an die Polizei. Auch die vierte Gewalt in unserem Staat, der Presse, möchte ich danken für diese relativ gute Berichterstattung. Und ich würde euch bitten, ein bisschen weniger eskalieren. Dann tat es uns allen gefallen. Danke. Also es sind wirklich viele Corona-Leugner, Covidioten, Verschwörungstheoretiker, Nazis, Psychopathen, Wahnsinnige heute da. Also ich muss sagen, diese Wörter funktionieren auch nicht mehr. Ich habe schon alles Mögliche gehört, was ich alles bin. Und ich muss sagen, es ist okay, weil ich fühle mich in bester Gesellschaft. Und es ist, momentan ist es Corona. Sie sagen halt, dass es Corona ist. Aber es ist für mich nicht Corona. Es ist für mich das große Problem, sind wir. Auch die Leute, die jetzt da stehen. Nämlich die Leute, die da stehen, schimpfen auf Maßnahmen, schimpfen auf diese unsinnige Maske, auf unsinnige Lockdowns. Aber so wie es ausschaut, brauchen wir das. Weil wir wollen das. Weil wir haben das ausgefordert. Denn in den letzten Jahren haben wir es ganz schön schleifen lassen. Wir haben Leute gewählt, die wir halt gewählt haben, weil wir geglaubt haben, sie meinen es gut. Aber wir müssen das ändern. Nicht die Politiker werden es ändern, denn jeder von uns kann das ändern und jeder von uns muss das ändern. Und deswegen sind wir heute da. Weil seit März geht es auf einmal, dass man für den Nachbarn einkaufen geht. Letztes Jahr nicht. Wir brauchen zuerst irgendein Virus, irgendeine Pandemie, dass wir uns gegenseitig helfen und dass wir für den anderen da sind. Und das ist das, was mich eigentlich in den letzten 6 Monaten enttäuscht hat. Dass wir uns erst so weit in den Dreck einfahren müssen, dass wir sehen, wie weit das wir gekommen sind. Und ich muss sagen, wir sind echt weit gekommen und wir haben es echt weit gebracht. Wie ich mein Video aufgenommen habe, wie ich die Demokratie beerdigt habe, das habe ich am Kommunalfriedhof gemacht. Und da ist ganz hinten so ein riesiges Monument, das ist richtig groß. Da stehen ganz viele Namen oben. Und ich bin von dem Ding gestanden und es ist mir fast ein bisschen schlecht geworden. Weil ich habe dort gesehen, dieses riesige Ding mit diesen ganzen Namen von lauter Leid, die irgendwann einmal gefallen sind für uns und denselben Mechanismus schon einmal gehabt haben, den wir jetzt wieder machen. Und das müssen wir stoppen. Und das können wir nur stoppen, wenn man nicht nur Videos durch die Gegend schickt. Ich freue mich, dass ihr meine Videos anschaut. Aber wer meine Videos schaut, wer meine Videos liked, wer Kommentare einnagelt, der wird das nicht ändern.
Ja? Weil dass da heute so viele Leute da sind, ist schon mal super. Nur, es ist da hinten noch Platz frei. Und ich finde es schade, dass nicht mehr da sind. Die aus Kuchi sind entschuldigt. Die darf wirklich nicht. Aber es liegt jetzt an uns, das zu beenden. Und es geht nicht darum, dass wir schauen, wo wir einen Maskenattest herkriegen. Dass wir diese Maske nicht aufsetzen müssen. Weil viele Leute von euch haben einen Maskenattest vom Per Eifler gekriegt. Und wie er gefallen ist, war keiner da. Weil jeder war froh, dass er seinen Attest eingesteckt hat. Und da muss ich sagen, muss man sich echt fragen, warum steht ihr heute da? Warum? Und das müsst ihr euch wirklich einmal fragen, warum ihr wirklich da steht und was euch ein Warum ist. Und ihr klärt Leute auf. Ihr kleistert Leute zu mit Informationen, mit Studien zu PCR-Tests, mit Informationen zur Maske. Nur diese Leute haben schon genug Informationen gekriegt und die sind es gewohnt, betreut zu denken. Und dieses betreute Denken wird einfach gefördert. Und das ist nur gefördert worden, weil wir es nicht unterbrochen haben. Weil ich schaue da in ganz schön viele Smartphones rein, die sich um mir jetzt entgegenstrecken. Und diese Smartphones lenken uns ab von dem, was wirklich wichtig ist. Bravo! Als Therapeut sehe ich so viele Sachen. Ich habe früher Prothesen gebaut. Ich habe so viele alte Leute gesehen und ich habe viele alte Leute zugehört. Und horcht einmal diese alten Leute zu. Und ich weiß nicht, wer schon einem alten Menschen wirklich zugehört hat und dem wirklich auch glaubt, was er sagt. Und meine alten Leute haben mich schon lange vor diesen Sachen gewarnt. Und ich war so arrogant und habe mir einfach gedacht, lass doch den alten Trottel reden. Aber das war das Problem. Und wir brauchen zuerst sowas wie das jetzt, dass wir verstehen, wie weit das wir gekommen sind. Und deswegen bitte ich jeden, der heute da steht, dass er heimgeht, wenn er heimgeht, nicht gleich, ja, will noch da bleiben, bin noch nicht fertig. Und dass er sich wirklich diese Frage mal beantwortet, warum er das beenden will. Und nicht nur, dass er irgendwo dazugehört. Und jetzt schreiben mir so viele Leute Nachrichten. Und immer wenn ich frage, sag's doch laut, na, das kann ich nicht tun. Weil sonst verliere ich meinen Job, sonst verliere ich Ansehen, sonst fliege ich aus der Partei. Weil auch diese Leute schreiben mir und sind nicht zufrieden mit ihren Anführern. Nur warum ist euch das so wichtig, was andere Leute über euch denken? Und da sind verschiedene Flaggen. Die mit der Banane finde ich geil. Die da ist, glaube ich, Mexiko. Oder? Ja, Mexiko. Es sind so viele verschiedene Leute da. Und auf einmal geht's. Auf einmal geht's, dass sie da alle möglichen Leute herstellen. Und auf einmal funktioniert, dass alle in dieselbe Richtung schauen. Nur warum muss es erst so weit kommen, dass es so weit geht? Und Leute, die da aufgegangen sind auch immer noch, ich gehe mit dem nicht daher, weil der ist rechts und der ist links und der ist das und der ist das. Nein, es gibt nur mehr oben und unten. Entweder wir sind gemeinsam stark gegen das oder wir werden allein untergehen. Weil jetzt haben wir Umstände. Ja, wir haben Maßnahmen, die absurd sind, weil im Stehen mit einem Wein frisst mir der Virus, im Sitzen am Tisch nicht.
Und die Leute stellen sich keine Fragen. Und wir brauchen diese Maßnahmen nicht mehr. Nur brauchen wir diese Maßnahmen, weil sonst anscheinend das Zusammenleben in diesem Land nicht mehr funktioniert. Wenn wir nicht von skrupellosen Politikmarionetten gesteuert werden, die wir die Kontrolle gegeben haben. Und wir müssen uns diese Kontrolle wieder zurückholen und es geht nur über Verantwortung. Ja! Ja! Und jeder, der da draußen will, dass das vorbei ist, hat eine Botschaft. Und diese Botschaft ist unabhängig von Politik, unabhängig von Rasse, unabhängig von Religion, groß, klein, egal. Es geht um die Botschaft, dass wir Menschen sind und nicht Rassen. Weil das kommt alles aus der Politik. Und drum müssen wir diese Politik außen vor lassen, denn sie hat uns dahin gebracht, wo wir heute sind. Und damit komme ich jetzt auch zum Ende von meinem Spruch. Dazu mal alle die Hände auf. Jeder tut, was das du sagst. Nein, das, was ihr jetzt tut, lasst das oben. Ja? Das ist unser Zeichen. Denn wir kehren zusammen und unsere Hände sind nicht gefesselt. Wir sind frei. Danke. Vielen Dank, Roland, für deine wundervolle Rede.